Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura, ich hoffe es geht euch gut und ich möchte euch heute zeigen, wie auch ihr endlich den Spagat lernen könnt. Ja, das Ding ist, ich war halt mein Leben lang so kurz vorm Spagat. Also ich habe es eigentlich immer so ziemlich gekonnt, aber ich saß nie richtig im Spagat drin. Und ich habe es jetzt endlich gelernt, wie es funktioniert und das möchte ich gerne an euch weitergeben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Fackeln hier gar nicht hier lang rum. Und Dehnen ist einfach so super wichtig und so viele Leute machen Sport und lassen das immer jedes Mal aus. Deswegen nehmt euch das vor für euch selbst, eine vernünftige Dehnroutine zu haben, dass ihr euch jedes Mal nach dem Training dehnt und vielleicht euch jeden Tag vornehmt, auch wenn ihr nicht Sport macht, euch trotzdem zu dehnen. Noch viel wichtiger als die Dehnroutine selbst ist das, was man davor macht, weil ich habe auch herausgefunden, wenn du einfach so dich anfängst zu dehnen, du wirst niemals so tief in den Stretch reingehen können, wie wenn du dich vorher aufgewärmt hast. Deswegen die richtige Aufwärmung ist immer das A und O. Deswegen sage ich immer, macht am besten vorher ein Workout, also wenn ihr sowieso geplant habt, ein Workout zu machen oder ihr geht joggen oder ihr macht halt eure Art von Sport. Deswegen machen wir jetzt erst einmal eine Aufwärmung zusammen. Ich fange immer an mit etwas Cardio, also für mich ist es am einfachsten irgendwie einfach Musik anzumachen und einfach so zu tanzen wie im Club. Ich weiß, manchmal fühlt man sich ein bisschen dumm in seinem Zimmer, aber ich finde das einfach am besten, so ein bisschen den Puls hochzukriegen und jetzt nicht irgendwie großartig noch richtig Sport zu machen. An der Stelle kann ich euch übrigens auch meine Dance-Workouts empfehlen. Die werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Machen wir weiter mit Bauchübungen. Ich werde mir jetzt einfach 2 oder 3 Lieder anmachen und werde einfach Bauchübungen machen, die mir gerade einfallen, alle hintereinander. Abrollen. 6, 7, 8. Übrigens auch, wenn ihr solche Übungen macht wie diese hier, die ich gerade als letztes gemacht habe, achtet immer darauf, dass euer ganzer Rücken auf dem Boden ist, vor allem euer unterer Rücken, dass ihr nicht irgendwann abhebt und im Hohlkreuz das Ganze macht. Also euer Rücken muss dauerhaft auf dem Boden bleiben und wenn ihr es nicht mehr halten könnt, könnt ihr gerne eure Hände unterm Po als Support nutzen. Ihr könnt das Ganze auch gerne in 3 oder 4 Runden einfach immer wieder wiederholen. Mir persönlich reicht das jetzt gerade, deswegen schiebt einmal euer Becken hoch. So hoch wie es geht. Wieder runter. Damit ihr halt vor allem die Stellen hier dehnt. Einmal in die Brücke. Da habe ich die Frage gestellt bekommen, wie ich es schaffe aufzustehen. Das habe ich auch jetzt letztens gelernt. Also ihr geht erst einmal so nah wie möglich aneinander, eure Füße und Hände. Und dann müsst ihr, wie ihr seht, ich gehe so ein Stück zurück und ihr geht aus eurer Hüfte raus. Also ihr drückt euch nicht wirklich von den Armen ab, sondern eure Hüfte hebt euch raus. Ja, jetzt hat man halt nur meinen halben Körper gesehen. Noch einmal in die Brücke, so nah wie möglich aneinander kommen, Hände und Füße und dann aus eurer Mitte aufstehen. Als nächstes machen wir Arme. Ich werde jetzt eine Armkombination machen und dabei ist es wichtig, dass ihr kein Mal zwischendurch eure Arme absetzt. Also die werden immer hier bleiben. Nach vorne. Nach hinten.
nach vorne. Nach unten. Und nach hinten. Geschwindigkeit. Und wieder ein Arm so. Nach außen. Nach innen. Jetzt greifen. Halten. Strecken. Andere Seite. Hier hinten auch beim Rücken halten. Und so weit wie möglich rüber dehnen. Vorne. Andere Seite. So, meine Lieben, wir machen jetzt weiter mit Po-Übungen. Es ist übrigens der nächste Tag. Ich war mit den Aufnahmen gestern nicht so zufrieden. Deswegen, egal. Keep going. Wir machen jetzt Po. Da habe ich mir auch wieder ein Lied angemacht. Diesmal war das, glaube ich, Pretty Please von Dua Lipa. Kann ich sehr empfehlen. Und da habe ich diese Glute Bridges gemacht. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Achtet immer darauf, wirklich so hoch wie möglich zu gehen und immer euren Po anzuspannen. Also egal, wo ihr gerade seid. Am Anfang habe ich angefangen einfach vom Boden nach oben. Dann habe ich diese Doppelten gemacht. Ich gehe da auch einfach so mit dem Lied entlang, wisst ihr? Also mit der ersten Strophe mache ich so, dann kommt der zweite Part, dann mache ich so und dann kommt der Refrain und dann bin ich oben geblieben und habe so gepusht. Das seht ihr jetzt gerade an dieser Stelle. Und wie gesagt, achtet immer drauf, euren Po anzuspannen, dass er fest bleibt und wirklich, es reicht ein einziges Lied und ihr seid done.
Und dann halten, 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 bis das Lied vorbei ist. Und denkt euch immer noch ein Stück höher zu gehen. Also atmet durch die Nase ein, durch den Mund aus und geht nochmal ein Stück höher und spannt nochmal den Po an. Und dann seid ihr done. So, dann legt ihr einmal den einen Fuß auf das andere Bein. Dann zieht ihr einmal heran, wird euer Po schön gedehnt. Pretty please. Bevor ich jetzt zu meiner Stretch-Routine komme, wollte ich nochmal das Wort an den Sponsor dieses Videos geben. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Gymshark ist der Sponsor dieses Videos. Ich bedanke mich sehr. Und am 7.6. startet der große Gymshark-Sale. Der Sale startet, wie gesagt, am Montag, den 7.6. um 20 Uhr. Es wird bis zu 50% Rabatt geben auf ausgewählte Teile. Unter anderem auch dieses Set, was ich gerade trage. So sieht das aus, wie ihr seht. So ein matchy Set aus Sportsbra und Radlerhose. Auch diese beiden Teile könnt ihr im Gymshark Sale erhalten. Genauso wie diese Hose, eine etwas wildere Farbe. Ich liebe es. Was soll ich anderes sagen? Guckt euch das mal an. Aber auch für die Leute, die es einfach nur classy und schwarz mögen, ist auch noch was im Sale dabei. Kann man auch gerne noch ein Langarm-Shirt adden. Ich habe ein bisschen Probleme, mich anzuziehen mit meinen neuen Nägeln. Kann mir jemand helfen, bitte? Ich weiß nicht warum, aber ich fand das als Kind schon immer so cool, wenn Oberteile das hier hatten. Ich kann es nicht erklären. Das Set ist komplett. So sieht das aus. Hier nochmal die Details. Der Rückenausschnitt. Freunde, was soll ich sagen? Einfach mal so ein paar kleine Infos für euch, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, wenn ihr euch etwas kaufen möchtet. Eine Stunde vor dem Sale wird der Online-Shop zum Standbild, da kann man nichts machen und man muss warten, bis der Sale losgeht. Die Retouren bleiben kostenlos und ihr habt 90 Tage Zeit dafür. Aber wie gesagt, das Wichtigste zu wissen ist... Scheiße. Das Wichtigste für euch ist, es wird bis zu 50% Rabatt geben. 30, 40, 50, alles dabei. Jetzt kommen wir zum Dehnpart. Der Part, warum ihr wahrscheinlich dieses Video angeklickt habt. Wir fangen im Stehen an und rollen uns erst einmal zum Boden ab. Wenn ihr an den Boden nicht rankommt, ist es kein Problem. Versucht einfach so weit wie möglich an den Boden zu kommen. Schön durch die Nase einatmen und durch den Mund aus. Dann eure Fußgelenke berühren. Und zieht euch an eure Beine ran. Aber denkt trotzdem noch, dass ihr nach unten zu euren Füßen wollt. Also schön in die Länge. Dann beugen wir unsere Knie und strecken wieder. Beugen und strecken. Beugen. Und strecken, beugen und strecken. So, dann wandern wir nach vorne und setzen unseren rechten Fuß auf. Hier müsst ihr darauf achten, dass euer hinteres Bein komplett durchgestreckt ist. Also es wobbelt hier nicht rum, sondern streckt es so sehr ihr könnt. Dann setzt ihr das hintere Bein auf und streckt beide Beine durch. Da denkt ihr auch wieder mit dem Kopf zum Fuß und trotzdem näher ans Bein. Das ist zum Beispiel für mich persönlich eine sehr wichtige Dehnung. Ich merke, dass das mir sehr hilft, um später in den Spagat kommen zu können. Und dann flexen wir einmal unseren Fuß und strecken ihn wieder. Flex. Und strecken, flex und strecken, flex und strecken. Ihr könnt auch übrigens die Sachen länger halten, als ich das jetzt mache, oder auch zum Beispiel mehr Wiederholungen machen. So wie ihr vor allem Zeit habt, weil ich denke mir, bei Dehnungen ist es schon immer, je länger, desto besser. Genau, dann setzen wir unser hinteres Bein wieder ab und legen einmal den Fuß ab. Dann dehnen wir die Leiste. Also schön tief in den Stretch reingehen. So,
Dann gehen wir einmal so nach hinten und bleiben hier vorne. Wie gesagt, diese Dehnung für mich persönlich sehr wichtig. Müsst ihr, glaube ich, auch über die Zeit einfach herausfinden, welche Dehnübung für euch irgendwie am wichtigsten ist, um in den Spagat zu kommen, weil jeder Körper ist halt unterschiedlich. Und ich denke, es ist wichtig, verschiedene Dehnübungen auszuprobieren und auch viel einfach zu testen und gucken, okay, da komme ich näher an mein Ziel ran. So, dann setzt ihr euch einmal hinten auf euren Fuß auf. Versucht wieder an euren Fuß und gleichzeitig an euer Bein ranzukommen. Aber denkt immer Richtung Fuß. So, dann könnt ihr auch einmal euren Fuß flexen und festhalten, um nochmal wirklich in die Dehnung reinzugehen. Das tut immer so weh, aber ich weiß, dass es wichtig ist. Also es ist kein Schmerz, ich weiß, dass da wird keine Verletzung rauskommen, aber das ist dieser Dehnungsschmerz. Und er zieht einmal hier durch. So, dann gehen wir wieder zurück in diese Position und greifen einmal unseren Fuß. Ich kriege einen Krampf. Und ziehen diesen so nah wie möglich an uns ran. Dabei auch durch die Nase ein und wenn ihr ausatmet, durch den Mund, könnt ihr immer noch ein Stück näher ran. Und immer halten. Und noch ein Stück näher ran. So, dann lasst ihr los und dreht euch einmal ein und sitzt mit beiden Pobacken auf dem Boden und zieht euer Knie an euch ran. So, dann gehen wir wieder zurück. Ich werde mich einmal kurz auf die andere Seite drehen, damit ihr die Dehnübung auch richtig seht. Da setzen wir uns auf den Boden. Das vordere Bein ist abgelegt. Ich hoffe, man sieht alles. Und das hintere Bein ist wieder so weit wie möglich durchgestreckt. Und hier solltet ihr die Dehnübung auf jeden Fall hier hinten im Po merken. Dabei könnt ihr euch auch gern hinlegen auf den Boden. So wie ihr die Dehnübungen am meisten spürt. So. Könnt ihr euch einmal strecken, einmal die Arme halten, nochmal ein Stück nach hinten und wieder nach vorne. Dann holt ihr das hintere Bein ran und streckt das vordere Bein aus. Dann habt ihr hier so ungefähr einen rechten Winkel. Ja, ein bisschen größer, glaube ich. So, und dann dehnt ihr euch wieder nach vorne aufs Bein. So, jetzt ist auch schon der Moment, wo wir in den Spagat gehen. Wenn ihr noch nicht so ready dafür seid, müsst ihr es nicht machen. Probiert es am besten einfach mal aus und geht das Ganze langsam an, dass ihr euch nicht dabei wehtut. Wenn ihr euch noch nicht so regelmäßig dehnt, dann könnt ihr in dieser Position anfangen und schauen, wie weit ihr halt auf den Boden kommt. Und ich war immer so ungefähr in dieser Lage. Also mir hat immer noch so ein kleines Stück unten gefehlt, weil ich immer gedacht habe, dass ich mit dem Gewicht hier nach unten kommen muss. Klar, das passiert auch, aber das Wichtigste, woran man denken muss, wenn man in den Spagat geht, ist, dass man hier gezogen wird und da gezogen wird. Dass quasi der Spagat in beide Richtungen geht, sodass ich mich quasi auch so halten kann, ohne dass ich jetzt den Boden berühren muss. Und ihr müsst eure Beine so weit wie möglich durchstrecken. Also strecken, strecken, strecken und wie gesagt in beide Richtungen denken und dann sitzt ihr auf dem Boden. Und wenn ihr dann im Spagat seid, könnt ihr den auch nochmal halten, könnt euch nochmal nach vorne lehnen und nochmal die Dehnung intensivieren. Ich werde euch jetzt noch so ein paar Dehnübungen zeigen, die ich persönlich jetzt nicht täglich mache, aber die ich eigentlich auch noch ganz gut finde, um sich für den Spagat vorzubereiten. Das ist einmal diese hier. Könnt ihr einmal so anfangen und dann streckt ihr euer Bein und versucht euer Bein
so weit wie möglich an euch ranzuziehen. Wenn das bei euch mit den Armen nicht klappt und ihr zum Beispiel noch nicht an euer Bein rankommt, könnt ihr auch zum Beispiel ein Handtuch nehmen, sie rumwickeln und an euch ranziehen. Ach, jetzt seht ihr auch meine schönen Blumen. Ich habe mir Pfingstrosen bestellt. Wie schön. Eine Dehnübung, die ich auch generell sehr wichtig finde, aber ich glaube, die hilft einem auch beim Spagat, ist im Stehen euren Fuß zu nehmen. Und jetzt kommt es auch auf jeden Fall darauf an, wie gut ihr gedehnt seid. Es ist nicht schlimm, wenn euer Bein noch hier unten ist und ihr vielleicht auch noch nicht so ganz rankommt und vielleicht so euch festhalten müsst. Aber auf jeden Fall so weit wie möglich euer Bein zu strecken. Ich bin auch ein bisschen schief, glaube ich, bei der Übung. Also ich kann auf jeden Fall eine geradere Haltung dabei haben. Auf jeden Fall könnt ihr diese Position halten. Dann könnt ihr euch einmal nach vorne lehnen. Ihr habt es gehört, bei mir knackt es jedes Mal, wenn ich das mache. Und auch einmal in die andere Richtung lehnen. Und dann euer Bein loslassen und festhalten, soweit wie ihr halt es festhalten könnt. Bei mir hat sich das auf jeden Fall gebessert, also vor einem halben Jahr war mein Bein ungefähr hier unten. Das war jetzt die Position zur Seite, aber genauso könnt ihr das auch nach vorne machen. Ist auch super gut. Oh ja, das merke ich auch auf jeden Fall. Wenn ihr die Möglichkeit habt und euch jemand helfen kann, dann könnt ihr auch euch gegen eine Wand lehnen, so wie hier. Und dass jemand anders euer Bein nimmt und es quasi für euch hochdrückt, weil ich habe das Gefühl, dadurch kann man irgendwie nochmal tiefer in den Stretch reingehen, aber genauso auch das Bein nach hinten. Ist jetzt nicht unbedingt so notwendig, aber schadet auf jeden Fall nicht. Kann man natürlich auch auf so einen Schrank legen. Kann man natürlich auch so dehnen, aber wie gesagt, ist auch cool, wenn euch jemand helfen kann. Das Ganze wiederholt ihr natürlich auf der anderen Seite, damit ihr auch auf der anderen Seite in den Spagat kommt. Ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil ich entweder einen eingeklemmten Nerv habe oder so auf der linken Seite, deswegen dehne ich das gerade nicht, sondern ich muss das mit einer Faszienrolle ausrollen, weil ich merke, dass das dem Bein gerade nicht so gut tut. Also immer auf euren Körper hören, liebe Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch hiermit helfen konnte. Wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei, wenn ihr vom Gymshark Sale etwas haben möchtet. Und das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.